Liebe Freunde, entschuldigt die schlechte Bild- und Tonqualität. Das habe ich hier jetzt mal vom Laptop aus aufgenommen. Gestern gab es auch in Lübeck am Sonntag, das war der 9. muss das gewesen sein, 9. Mai 2020, eine kleine Demo. Also auch Lübeck wird langsam wach. Ich habe euch mal kurz mitgenommen auf den Spaziergang und will euch berichten, was in Lübeck so abgegangen ist. Wir befinden uns jetzt hier Sonnabend am Holstentor, kurz vor 15 Uhr. Hier ist offensichtlich eine Meditation angesagt auf dem Platz vor dem Holstentor. Ein paar Leute sind da. Hier der Stein, der ans Grundgesetz erinnert, dass man seine Meinung unabhängig von seinen politischen Anschauungen frei äußern darf. Und hier der Schwenk zum Holstentor. Hier der Eingang zum Holstentorpark. Und hier ist die Meditation oder Sammlung oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. So, jetzt sind wir in der Fußgängerzone. Polizei ist auch schon vertreten und hier werden Grundgesetze schon mal verteilt. Ein anderer Kunde hat mich angetan. Der wollte dann die Polizei. Und ein paar Bürger haben sich versammelt und nachher geht um 17 Uhr die Demo los an der Musik- und Kongresshalle. Ja, ein paar Leute sind da in der Fußgängerzone, nicht sehr viele, aber wir gehen jetzt gleich zur Demo. Immer das Grundgesetz in Vorhalte. Hier ist auch ein weiblicher Fan-Moment. Wir fotografieren uns jetzt gegenseitig, oder was? Ja, das hier, liebe Freunde, das seht ihr, das ist der neue Freiheitsschmuck, den unsere Kämpfer für das Grundgesetz tragen. Und woher kommen Sie? Aus welcher Ecke? Aus dem Holsteiner Auenland. Ja, und Sie wollen jetzt hier bleiben, zur Demo auch nachher gehen noch mit? Muss ich ja wohl. Irgendwas muss ich ja tun. Ja, wir müssen alle was tun. Alles klar, vielen Dank. Und sowas steht hier auch auf der Straße. Ich hoffe nicht, dass da eine Gefahr von ausgeht. Nee, ich denke, das soll in Ordnung sein. Alles klar, tschüss. Und hier soll nachher die Kundgebung starten. Links seht ihr die Musik- und Kongresshalle von Lübeck. Und auf diesem Platz, da wird das ablaufen. Polizei ist schon da. Hier noch ein Blick auf die Untertrave. So, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Ordner und die Filmer, ich bin selbst mit so einer Weste ausgestattet, um kenntlich zu sein, sind eingeteilt. Und hier können die Teilnehmer stehen. Das sind Markierungen, die sind genau 1,50 Meter voneinander entfernt. Und immer in Vierergruppen kann man sich und darf sich hier aufstellen. Maximal 100 Personen sind hier in diesem Veranstaltungsfeld erlaubt. Alles andere muss ich dann außerhalb der Begrenzung aufhalten. Absprachen mit der Polizei sind schon erfolgt. Was ich gehört habe, da drüben ist ja die Alternative, dass dort eventuell sogar Störungen auftreten könnten, weil man die Leute hier als Verschwörungstheoretiker einschätzen würde. Na, da bin ich mal gespannt. Hoffen wir auf einen friedlichen Verlauf. Hier ist also die Bühne. Da wird wohl nachher auch Musik gemacht, so wie es aussieht. Und als Lautsprecheranlage sind 50 Watt genehmigt worden, hat man hier gesagt. 50 Watt. Das ist natürlich relativ schwach. Hier auch ein schönes Schild. Vielleicht stirbt jemand lieber früher als alleine. Betrifft die Situation in den Pflegeheimen. Und ich wünsche uns eine Regierung, die uns vertraut. Auch ein guter Spruch. Kann jetzt jemand ein Foto von mir machen mit der Alternative? Ich sage nein.
Da bin ich nicht so unbedingt für. Hier oben werden Lautsprecheranlagen wohl aufgebaut. Hier sind auch Statements der Alternative und hier geht es weiter. Da oben gegen die Sonne ist immer schlecht, die Lautsprecheranlagen und hier auch noch ein paar Stellungnahmen zur aktuellen Lage. Auch den Kindern wird was geboten. Ja Leute, das Wetter ist schön. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Alles friedlich bisher. Und ich denke mal, die 100 Leute werden auch hier erscheinen. Das kann man sich hier vorstellen wie die Reise nach Jerusalem. Hier sind Punkte. Und wer dann nicht rechtzeitig seinen Punkt kriegt, seinen Standpunkt hier, der hat verloren. Der darf an dieser Demonstration hier nicht teilnehmen, an dieser Veranstaltung. 17 Uhr. So, das ist jetzt mal ein Rundblick um 17 Uhr. Haben sich doch schon ein paar Leute gesammelt. Machen wir einen kurzen Schwenk. Mal gucken, ob die Stellplätze hier reichen. Sonst müssen wir Reise nach Jerusalem spielen. Ich habe mich nicht so auf die Redebeiträge fixiert, aber ich habe hier unten einen Link zu Traveler Tim, der die ganzen Beiträge aufgezeichnet hat. Wenn ihr Interesse habt an den Reden, dann klickt auf diesen Kanal, der ist ohnehin sehr interessant und zeigt auch, was sich in der Vergangenheit bei den Lübeck-Spaziergängen getan hat. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten. Abonnieren des Kanals kann nie schaden. Weiter geht's. Vielleicht war die Idee nicht so gut, das genau gegenüber der Alternativen stattfinden zu lassen. Man kann sich das kaum vorstellen, dass diese Leute hier eine bürgerliche Demonstration oder Versammlung absichtlich stören. Man sieht nicht den Sinn dahinter. Ist unglaublich. Die Polizei schreitet jetzt ein. Mal gucken, was jetzt bei rauskommt. Gucken wir mal, was hier abgeht. Das ist unglaublich. Unglaublich, was hier abgeht. Wenn wir wissen, was diese Leute sich da vorstellen, was da für ein Sinn hinterstecken soll, eine Versammlung normaler Bürger, die nachdenken können, hier offensiv zu stören. Haben Sie was erzählt? Dann macht man das alles, um es nicht so zu sein. Unglaublich. Dann merkt man, dass einem was fehlt. Dann verlernt man sich richtig zu spüren und man. Ja,
15 Minuten Redezeit nicht überschreiten. Ich bin erleichtert, dass diese Versammlung stattfindet. Damit ist man diesen Zug. Völlig daneben. Ich bin nicht abonniert. Die Zeitung wird mir zugesteckt. Und jeden Tag die Kurve nach oben. Die Exponentialkurve. Drosten und so weiter. Ich kann es nicht mehr hören. Es fehlt die Relation. Man merkt, Bruchrechnen hat einen Wert. Mathematik hat einen Wert. Wir müssen den Zähler kennen und wir müssen den Nenner kennen. Und wir kennen beides nicht. Der Impfstoff, der gerade entwickelt wird, und das wissen, glaube ich, einige von euch, zumindest wurde es mir gerade nochmal zugestellt, der soll in eure RNA eingreifen. Das ist die Erzeugung von Zombies. Auch Sie sind herzlich eingeladen, Ihr Rederecht in Anspruch zu nehmen.